Was bedeutet eigentlich dieses Zeichen? Offiziell heißt das GHS-Piktogramm Flamme über einem Kreis. Aber was sagt uns das jetzt über einen Stoff, der dieses Zeichen trägt? Probieren wir es aus. Der Stoff, den wir verwenden wollen, ist Kaliumnitrat. Zuerst nehmen wir eine Probe vom Kaliumnitrat und versuchen, diese zu entzünden. Wie man sieht, eindeutig Fehlanzeige. Ein Stoff mit diesem Piktogramm lässt sich also nicht automatisch entzünden. Aber mit einer Flamme muss es doch etwas zu tun haben. Wir nehmen daher einen Stoff, den man entzünden kann. Zum Beispiel Zucker. Naja, so richtig entzünden lässt sich der Zucker nicht, aber ab und zu sind kurze Flammenerscheinungen erkennbar. Deshalb mische ich jetzt vorher etwas Kaliumnitrat mit ein bisschen Zucker und versuche das Gemisch dann zu entzünden. Wie auch schon bei den anderen beiden Fällen wird das Gemisch vor dem Entzünden auf eine feuerfeste Unterlage aufgebracht. Okay, das Ganze bitte noch einmal in Zeitlupe. Tja, so sieht also ein brandfördernder Stoff bei der Brandförderung aus. Brandfördernde Stoffe werden auch oxidierende Stoffe genannt und viele von diesen spalten in der Hitze Sauerstoff ab. Das heißt, für eine Verbrennung steht zusätzlicher Sauerstoff zur Verfügung und dieser verstärkt die ablaufende Verbrennung. Und weil es so schön war, das Ganze noch einmal im Dunkeln. Jetzt ist auch klar, warum diese Stoffe in Glasgefäßen mit Glasdeckeln aufbewahrt werden sollen. Oder?